Ein Hallo und willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das machen. Da haben wir uns ja jetzt für Jorvid entschieden und mit ihm auch Flotsam befreit. Ich habe da auch Loredo getötet. Und warum wir jetzt auf einmal einen anderen Charakter spielen, ja, das könnt ihr erfahren, wenn ihr den letzten Part schaut. Bis dahin, oh Gott, ich wollte schon sagen, bis dahin, schau Leute, ja, fail. Nee, auf jeden Fall, wir machen jetzt weiter. Hier war es. Alle haben geschrien. Ich war irgendwo hinter der Anhöhe dort, mittendrin im Massaker. Was wirst du tun, Saskia? Nicht zulassen, dass Eddern verkauft wird. Krieg mit Henselt können wir uns nicht leisten. Wir müssen Kompromisse eingehen. Das Kriegführen überlass mir, Fürst. Kümmer du dich um Henselt. Japen Zigrin sagt, der König sei aufbrausend. Provozier ihn. Wir sprechen uns erst danach ab. Ich habe mir immer noch nicht glauben, dass der Adel uns verraten hat. Jungfrau sieht sie auch nicht. Pfeif auf den Adel, Fürst. Der wurde an der Düfne von meinen Bauern geschlagen und ist seitdem ohne Bedeutung. Interessant. Beim Gräbe, Herr. Dieses Mädchen ist ein Dämon. Erstens hat dieses Mädchen einen Namen. Und zweitens habe ich keine besseren Anführer. Die haben uns alle verraten. Sie ist ein Ungeheuer. Gräbe hat mir einen Traum geschickt. Eine teuflische Schlange will dein Erbe verschlingen. Schweig, Olkan. Wir sind bald da. Okay, gut. Das macht The Witcher 2 auch mal ein bisschen individuell, dass man ab und an mal kurz aus einer anderen Sicht die Story erlebt, ein klein wenig. Also, das ist jetzt nicht die ganze Zeit, keine Sorge, aber halt so ein klein wenig nimmt an den Gesprächen teil. Jo. Wir unterschreiben alles, allergnädigster Herr. Wir haben Gäste. Sei gegrüßt. Stannis, Sohn Demavents. Sei gegrüßt, Henselt. Du fühlst dich in Eddan wie zu Hause, wie ich sehe. Ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben. Das hat Fellard übernommen. Ich bin auf seine Bitte hier und habe die Friedensverträge nicht gebrochen. Noch nicht. Ach ja? Rogan, eskortier Graf Fellard an einen passenden Ort und enthaupte ihn. Wag es ja nicht, du Rotzbengel. Du möchte gern König. Dein Vater war... Mein Vater ist tot. Die Trauerzeit ist noch nicht vorbei und schon hast du sein Land verraten. Majestät, ich ersuche um Hilfe. Der junge Mann ist verrückt. Schafft ihn weg. Eure Majestät, und unsere Abrede? Dich brauche ich nicht mehr, Fellard. Tja, Kollege, und tschüss. Hat noch jemand Einwände? Vorzüglich, dann kommen wir zur Sache. Hört, hört. Legen wir die Karten auf den Tisch. Ich habe gut 200 Ritter im Lager. Das genügt, um noch ein paar Stunden lang über den Fluss zu setzen. Auf der anderen Seite warten 5000 kampfhungrige Soldaten. Was sagst du? Gut, an Währungsmauern sind schon ganz andere Kräfte gestellt. Du brichst die Friedensverträge. Mit einem Angriff auf Eddan brichst du das Zintrische Friedensabkommen. Alle nördlichen Königreiche sind verpflichtet, mir beizustehen. Dir wird aber keiner helfen. Radovid von Redanien, die Fürsten des Südens. Hör doch auf, Junge! Vergiss sie! Und das Abkommen? Drauf gepisst im hohen Bogen. Du bist allein. Nicht ganz. Halt dich da raus, Saskia. Sieh mal an. Du kannst ja sprechen. Saskia, Drachentöterin. Du bist noch schöner, als man sagt. Ich will dieses Mädchen als Dreingabe haben. Dann kehren die aufständischen Bauern auf die Felder zurück, anstatt ihren Herren die Güter abzufackeln. Du kannst dabei nur gewinnen. Das kommt nicht in Frage. Dieses Land steht unter meinem Schutz. Wenn sonst keiner den Mut hat, dich aufzuhalten, werde ich es tun. Also, hör gut zu, König. Ich gebe dir eine Stunde, um Obereddon zu verlassen. Wenn du nicht gehst, gibt es Krieg. Bleibt auch nur ein Soldat von Kaedwyn eine halbe Minute länger auf diesem Boden, gibt es Krieg. Du wirst deine Herolde verkünden lassen, dass du das Volk von Eddon für diesen schändlichen Überfall um Verzeihung bittest. Sonst gibt es Krieg. Wie dreist du bist, Weib. Meine Soldaten würden mich für feige oder verrückt halten. Ich bin Henselt von Arcaray. Ich kusche nicht vor Weibern. Auch nicht, wenn sie Drachen töten. Außerdem gefällst du mir, mein Mädchen. Ich will das Land, ich will das Gold und dich will ich auch, Drachentöterin. Packt sie! Hallo? Da habe ich aber ein Wörtchen mitzureden, Kollegen. Nix da. Also ich glaube, ich spinne. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Irgendwie können wir uns gerade skillen, oder auch nicht. Nix da. Leute, out. Habe ich keine Magie oder so? So.
Dann, Hänsel, komm her, Kollege. Da ich gegen diesen Schildtypen nicht ankomme so leicht. Dann komm her, Hänsel. Ich glaube, es reicht, wenn ich dich töte. So, ja genau, es reicht. Super. Stopp! Stopp! Im Namen von Kräbe, Freier und Belitele! Spannend, spannend alles hier, ne? Hey! Bei der Milch der üppigen Brüste der Allmutter, Geralt von Riva! Und in erlesener Gesellschaft! Jarpen Sigrin! Es ist lange her, du schwere Nöter. Schön, dich bei bester Gesundheit zu sehen. Geralt, was hältst du da Maulaffenfeil? Willst du deinen alten Freund nicht umarmen? Er erinnert sich an nicht. Probleme mit seinem Kopf. Ha! Dann hat er Foltest wirklich erschlagen? Passt mir gut. Foltest den knickrigen alten Rammler. Sehr schön, Geralt. Aha. Er hat sein Gedächtnis verloren. Ich hab Foltest nicht getötet. Ja, ja, ist auch egal. Einer war's. Wir haben jetzt andere Probleme. Da ist auch Joris. Wo ist Saskia? Oh, was will der Schlechter hier? Ich bringe 100 Bogenschützen, die besten der Welt. Wir wollen eure Sache unterstützen. Da müsst ihr wohl warten. Saskia und Fürst Penis. Ich meine Stannis. Verhandeln gerade mit Hänselt. Wir warten hier, falls was schief läuft. Da läuft doch schon was schief. Und Geralt scheint es auch zu spüren. Die Sonne ist erloschen. Ruf die Zauberin. Ja, denn das hat ja mal einer erwähnt, dass in Eddon ja Geralt von Geistern auch überwuchert wird zum Teil. Und nun ja, das ist hier, also da, dass die Geister hier Krieg führen. Und nun ja, ist kein schöner Schauplatz. Von daher, nun ja. Ah, da ist ja auch Sheila gewesen. Und da kommen untote Soldaten. Jawoll. Jetzt fängt das Spiel erst richtig an, geil zu werden. So, dann kommt mal hier. Ich bringe euch direkt zurück in euer Grab, denn da könnt ihr auch gerne hin. So, gut, ich bin auf ein Level aufgekommen übrigens. Oh, direkt 2 Level sehe ich gerade. Krass. Gut, dann skillen wir hier mal den weiteren Punkt fürs Quen. Und dann gibt es ja hier noch den letzten. Das Quen-Zeichen richtet reflektierenden Schaden auf mehrere Ziele an. Anzahl der getroffenen Ziele 2. Und beim nächsten Mal ist es dann, trifft es 3 Ziele. So, gut. Dann aktivieren wir auch mal Quen. So, und machen uns auf, direkt mal ein wenig zu kämpfen. So, dann kommt mal her. Natürlich mit dem Silberschwert, glaube ich, oder? Weil anders wäre es ja scheiße, oder? Ja, Silberschwert ist ja, sind ja Monster. So. Scheint jetzt aber noch ein bisschen einfach zu sein, aber es sind ja auch mehrere da. So.
Ah, da ist ja noch ein Skelett. Geht mal aus dem Weg hier, blöden Zwerge. Hab ja nichts gegen euch, ne? Aber ihr blockt mich hier andauernd. So. Auf jeden Fall brauchen wir demnächst auch mal eine bessere Waffe. Denn, wo ich selbst gespielt habe, habe ich gemerkt, dass ich ganz lange eine Waffe hatte, die fast keinen Schaden gehauen hat. Deswegen müssen wir uns da schleunigst auch eine neue besorgen. Vor allem was gegen die Menschen. Auch, also neues Normalo-Schwert. So. Autsch. Ja, wir dürfen nicht außerhalb dieser Barriere. Und was ist das da? Ah ja, ein... ich kann es gerade nicht lesen. Boah, scheiße, Alter, die sind was stärker. So, unser Quen aktivieren wir mal. Das sieht auch schon so cool aus, wenn das so um uns herum ist. So, kümmern wir uns um den einfach mal. Alter, die sind echt stark. Oh Mann, ey, ich hasse solche Schildtypen echt. Ich versuche halt immer mit schweren Schlägen dem irgendwie zuzusetzen. Und komme dann immer von hinten. So, und wie lange das Quen jetzt eigentlich noch geht, das ist zwar immer weg, wenn man einmal getroffen wird, aber ist schon okay. So, besiegt, endlich. Noch mehr. Okay, Folge der Eule. Okay. Sie zeigt uns den Weg. Du wirst mir einiges erklären müssen. Gut, was ist das denn hier? Nehmen wir einfach mal mit. Bei Elirins Blut. Geister. Geister. Sie sind empfindlich gegen Silber. Ich gebe euch Deckung. Oh, meine Fähne. Hilfe. So, dann laufen wir mal weiter. So. Zum Glück sind die alle angehetet hier schon. Ja, und da hat man doch gesehen. Das Quen hat gerade ein bisschen Schaden geblockt. So, okay, die Eule anscheinend die alle zu erledigen hier. Oder zumindest schon ein bisschen Schaden zu machen. Und ja, man sollte hier eindeutig drin bleiben in diesem Umkreis. Weil das ziemlich viel, wenn man da rausgeht, dann stirbt man. So. Okay, wenn die durch das Kraftfeld gehen, sterben die dann auch. Meistens sollte ich ziemlich viel Damage gehauen. So. Und ja, schick, super. Da kommen wieder unsere... Oh nein, nicht solche Viecher. Ich dachte, ich wäre euch los. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen. Aber diesmal bin ich ja nicht alleine hier. Und die scheinen auch irgendwie schwächer zu sein. So. Ach so, okay, die Geister, die blocken hier gerade unsere Eule. Deswegen muss ich die erstmal töten. Damit es hier bei... Ah, genau. Ich glaube, das reicht. Ah, ne, das reicht nicht. Doch, ich glaube, wenn man diese Typen nur tötet, dann muss man den Großen gar nicht besiegen. Weil dann ist die Eule direkt befreit. Oder? Ne, oder doch nicht. Ja, doch, genau. Dann ist die Eule befreit. Wenn man die alle besiegt, dann geht das Vieh auch direkt weg. Dann funktioniert das. So. Bisschen EP sammeln müssen wir natürlich auch. Und unten steht, Geralt verursacht minimalen Schaden. Ist ja toll. Heißt, unser Schwert ist nicht gerade toll. Wow, scheiße. Schnell wieder in die Barriere rein. So. Können wir auch mal speichern? Nee, können wir leider nicht. Kommt schon rein, ihr blöden Geister. Ihr sterbt oder so. Oh, und ich sollte aber auch drin bleiben. Ja, wie die auch chillen. Ich bin ja wie der Einzige, der hier angreift. Ja, wir machen wie gar nichts, habe ich das Gefühl. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Blöden Geister, ey. Nerven wirklich, aber wir sind da gleich auch am Ende. Ist nicht mehr weit. Das
weiß ich noch. Oh ne, jetzt geht das wieder los. Unser Quen hält auch nicht mehr lange, okay. So, erstmal diese geisterhaften Erscheinungen besiegen, die die Eule da hier gerade irgendwie angreifen. Alter, ach, die verschwinden auch immer mal wieder. Das ist echt unfair. Nix da. Oh nein, ich will nicht den angreifen. Ich will hier diese... Ja Gott, die geisterhafte Erscheinung stirbt, aber... Jetzt die da noch. Alter, scheiße. Wow. Ich sehe gerade, ich bin gleich tot. Scheiße. Doch, da ist noch so eine Erscheinung, die ist auch tot. Und jetzt die hier noch. Wo ist die Erscheinung? Ah, da ist sie. Jawohl, geklappt. Super. Ich aktiviere einfach nochmal Quen. Yeah, in Slow Motion. Ah nein, na, haha, ja, ja, bleib doch hier drin, Geralt, meine Güte. Stirb mir jetzt hier nicht weg. Nein, 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 Geralt. Alter, du sollst mir jetzt nicht sterben hier, bevor wir jetzt hier gleich am Ende sind. Meine Güte, habe ich echt gar keine Lust drauf. So, wir müssen jetzt gleich aber da sein. Ja, das war so klar, dass das nochmal passiert. Scheiße. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Gut, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Scheiße. Gut. Wir müssen echt diese doofen, geisterhaften Erscheinungen loswerden. Wenn die nicht weg sind, dann geht's einfach nicht weiter. Nein, nicht den angreifen. Okay, da backt auch gerade so eine geisterhafte Erscheinung in der Luft rum. Nein, nicht den angreifen. So. Und jetzt noch die geisterhafte Erscheinung. Ah, geil. Level aufgestiegen. Super. Da ist noch eine, ne? Da ist sie noch. So, das war's. Super. Nehmen wir mal die Todesessenz auf. Und, ah, durch den Levelaufstieg haben wir wieder komplettes Leben bekommen. Wie geil ist das denn? So, dann aktivieren wir das hier nochmal. Und jetzt haben wir fürs Quen eigentlich alles gemacht. So wie ich das sehe. Ich werde vielleicht irgendwann noch ein bisschen hier weitermachen. Vielleicht gehe ich auf das Zeichen noch. Oder so, mal gucken. Zeichenintensität plus 1. Ja, können wir auch mal machen. Aber egal, wir gehen erstmal auf den Baum dann. Weil dann sind wir in den Kämpfen einfach stärker. Ich habe halt jetzt erstmal meine Magie hochgebracht. Vor allem das Quen. Und ja, ich muss mal kurz schauen. Fürs Art gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel. Da gibt es, glaube ich, dass das... wo ist das Artzeichen? Hier, dass die Reichweite irgendwie erhöht wird. Und das war es dann schon. Dann gibt es halt hier noch die Vitalität. Ah, okay, ist dann schon geil. Schalt das Teletop-Zeichen frei, wenn die Adrenalinanzeige voll ist, ermöglicht die Erzeugung von Adrenalin bei Förderer. Alle, das Resistenz halt. Ja, Vitalität, das finde ich natürlich schon cool. Ja, aber ansonsten gibt es ja nicht so viel Nützliches eigentlich. Ja. So. Weil im Kampf, da werden den Kampfbaum werden wir auf jeden Fall komplett skillen. Das brauchen wir auch. Denn da gibt es echt nützliche Dinge im Kampf. Es ist nicht mehr weit. So. Auf geht's nach hier unten. Und dann haben wir es da hinten, glaube ich, dann auch echt geschafft diesmal. Genau, hier ist der Nebel vorbei. Wir haben's. Boah. Krasser Kampf, auf jeden Fall. Und da ist er ja, die Philippa.
Ich hasse Flüge im Nebel. Saskia, ist alles in Ordnung? Nur ein Kratzer. Du und der Hexer, ihr habt uns gerettet. Ich bin hier, um dich zu schützen. Und du, Hexer? Ich jage den Königsmörder, der Triss Merigold entführt hat. Wieso ausgerechnet hier? Soll das ein Verhör sein? Du wirst in Temerien, Cadwin und Redanien steckbrieflich gesucht. Und ich bin für Saskias Sicherheit verantwortlich. Das reicht, Philippa. Du hast selbst gesagt, dass er unschuldig ist. Saskia, die Leute begehren auf. Erst hat sich die Sonne verfinstert, dann kamen die Eichhörnchen, jetzt dieser Nebel. Das ist zu viel für sie. Richtig. Hol alle Anführer in den Ratssaal. Jorvet, gib mir ein bisschen Zeit, um sie auf deinen Anblick vorzubereiten. Hexer, Philippa, ihr müsst dabei sein. Ich möchte von euch hören, mit was für einer Anomalie wir es hier zu tun haben. Und wie wir sie beseitigen können. Kopf hoch, Japan. Der berühmte Weiße Wolf und die ebenso berühmte Philippa Eilhardt werden doch wohl mit ein paar hundert bösen Geistern fertig. Oh, das werde ich schon. So, und ich glaube, jetzt sind wir endlich in der Zwergenstadt. Wergen, yay. Oh. Oder? Ich will alle Anführer im Beratungssaal sehen. Philippa, Hexer, das gilt auch für euch. Cecil, die Tore bleiben geschlossen, bis wir fertig sind. Du stehst mir mit deinem Bart dafür gerade. Nun gut. Willkommen in Wergen, Hexer. Ich bin Cecil Burden, der Droste. Geralt von Riva. Wir haben noch ein freies Zimmer in der Schenke. Nichts Besonderes. Aber immerhin ein Dach über dem Kopf. Und ein solider Schlafplatz. Danke, das kann ich brauchen. Skalen, zeig Meister Geralt sein Quartier. Auf dem Rückweg geh beim Gemach von Hochwürden Olkan vorbei. Und informiere die Leute, dass er von uns gegangen ist. Will heißen, er ist in Heldentod gestorben, erschlagen vom Aggressor. Genau. Siehst du, Meister? Jung, aber oho. Aus dem wird mal ein echter Zwerg. Mhm. Was soll man, du sagst? Gut, Spiel gespeichert. Dann werde ich ihm noch kurz folgen. Ja, wenn es hier nicht so längen würde. Alter, das muss ich aber echt mal beruhigen. 8 Framerates habe ich hier gerade. Ich würde sagen, ich beende mal hier kurz den Part. Einen Augenblick bitte. Ja, Leute, da bin ich zurück. Meine Framerate will sich ein wenig beruhigen. Aber ich beende den Part eh jetzt hier gleich. Von daher werde ich mich jetzt noch kurz von Ihnen in die Schenke führen lassen. Und mein Zimmer zeigen. Das kann er noch machen. Und dann beende ich hier auch den Part. Dann geh mal rein, mein Guter. Machst eh wieder die Türe vor mir zu, oder? Ja, geh ich halt zuerst rein. Ja, oder du gehst zuerst rein. Wie dem auch sei. So, perfekt. Tag. Dann zeig mir mal mein Zimmer. Noch einer. Lass einen rein, gleich machen sich 100 breit. Wie die Ameisen. Menschenfrauen brauchen sich nur mal kurz auf einen Mann zu setzen und schon ist der Bauch rund. Gut, da gibt es auch wieder Prügeleien, die wir machen können. So, da scheint wohl mein Zimmer zu sein. Ja, sieht ja nett aus. Das ist dein Zimmer. Man sagt, Seldkirk von Gulitha persönlich habe vor der Schlacht in diesem Bett geschlafen. Glück hat's ihm nicht gebracht, aber wenigstens hat er sich nochmal ausgeschlafen. Brauchst du etwas? Danke, Skarn. Gut, geh zum Kriegsrat. Ja, das werden wir machen, aber erst im nächsten Part. Bis dahin einlagern, abholen, okay. Bis dahin sage ich aber ciao, Leute.